Guten Tag, meine Damen und Herren. Als einziges arabisches Land hat sich Syrien angeblich bereit erklärt, die beiden Terroristen aufzunehmen, die gestern eine afroasiatische Konferenz in Nikosia überfahren hatten. Ihr Flugzeug verließ am Nachmittag Djibouti, wo es in der vergangenen Nacht nach längerem Irrflug niedergegangen war. Auch eine Rückkehr nach Zypern wird für möglich gehalten. An Bord sind außerdem 11 Geiseln. Der von den vermutlich palästinensischen Terroristen erschossene ägyptische Politiker Sibai wurde in Kairo unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. Der israelische Ministerpräsident Begin hat in einem Beileidsschreiben an die ägyptische Regierung erklärt, der Überfall von Nikosia sei ein neuer Hinweis auf die wahre Natur der Terroristen. In Jerusalem forderte ein Sprengstoffanschlag auf die Hebräische Universität ein Todesopfer. Eine Person wurde schwer, 9 andere leicht verletzt. Bei schweren Unruhen in der iranischen Stadt Tebris sind 6 Menschen getötet und 125 verletzt worden. Nach offiziellen Angaben hatten linksgerichtete Demonstranten Banken.